Zu schade. Er hat den Fall gelöst und auf dem Weg nach Hause erwischt es den armen Kerl. Wer hat behauptet, dass das Leben fair ist? Okay, fahren wir. Wir haben noch 30 Minuten, bis die Präsidenten landen. Michael, Sie können stolz auf mich sein. Ich habe genau getan, was Sie wollten. Sie haben mich hierher gefahren, Sie haben Sie ins Auto gesetzt. Und Michael, jetzt können Sie aufhören, sich zu verstellen. Michael? Michael! Sie verstellen sich doch nicht, oder? Michael, wachen Sie auf! Das wird helfen. Kate. Schön, dass Sie schon wach sind. Ich fürchte, wir haben da ein kleines Problem. Einen knappen Kilometer vor uns ist ein steiler Abhang. Ein Abhang? Genauer gesagt eine Schlucht. Mein Radarschirm zeigt an, dass wir knapp 10 Sekunden vom Abgrund entfernt sind. Wir werden dann 460 Meter tief in den Canyon stürzen. Wundervoll. Ich werde den Aufprall überstehen, Sie aber wohl kaum. Dann bremst doch! Ich bremse schon die ganze Zeit. Stopp doch endlich! Das versuche ich doch, Michael, aber das Gesetz der Schwerkraft dominiert. Wenn Sie mit Newtons Gesetzen der Bewegung vertraut wären, müssten Sie... Setz den Turbo-Booster ein! Kid, das war in allerletzter Sekunde. Und ein treffender Beweis für Newtons drittes Gesetz der Bewegung. Ja, großartig. Erklär's mir nachher. Nichts wie raus hier. Mama. Foundation Control, hier ist Summit 1. Befinde mich im Landeanflug. Summit 1, hier Foundation Control. Sie haben Landeerlaubnis. Darren Miles erwartet Sie am Ende der Landebahn. Roger, Foundation Control. Over. Willkommen, würden Sie mir bitte folgen? Summit 1, wir haben einen knappen Zeitplan. Bitte verlassen Sie die Landebahn. Kit, verbinde mich mit Devon, ich muss ihn warnen. Tut mir leid, Michael, ich komme nicht durch. Wieso? Wir sind doch in Reichweite des Flughafens. Richtig, aber die Sicherheitsvorkehrungen für die Präsidenten schließen einen Telefonsicherheitscode ein. Den hast du doch. Ein menschlicher Irrtum, Michael. Sie sagten Devon, der Fall sei abgeschlossen. Versuch den Code zu knacken. Ist noch eine Stunde Zeit? Keine 5 Minuten. Michael, ich habe das Mordkommando auf dem Schirm. In ein paar Minuten werden wir sie einholen. Gut, dann musst du kämpfen, Kit. Das habe ich nicht vor. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Wagen schwer gepanzert sind und auch sehr schnell sein können. Obwohl ich es mit einem aufnehmen kann, könnten 5 davon ein Problem für mich sein. Schön, dann werden wir sie uns einzeln vornehmen. Sind Sie, Kit? Wir sind gerade noch rechtzeitig. Summit 2, verlassen Sie die Landebahn. Summit 3, hier ist Foundation Control. Sie haben Landeerlaubnis. An
verschwinden alle. Wir werden verfolgt. Ich weiß nicht, wie das sein kann, aber es ist Neid. Das ist doch unmöglich. Ja, aber verfolgt uns mit 90 Stundenkilometern. Zwei Wagen kehren um. Wir werden ihn sofort anhalten. Verstanden. Ist schon erledigt, Roger. Gut, wir starten, Kit. Ja. Wow. Ja. Zwei sind erledigt, Kit. Drei haben wir noch vor uns. Freut sich zu sehen. Danke, folgen Sie mir bitte. Ja, Sir. Er ist immer noch hinter uns. Du fährst weiter. Wir holen dich wieder ein. Wir nageln ihn jetzt fest. Ja, jetzt machen wir ihn fertig. Michael, Sie haben sich getrennt. Zwei kommen direkt auf uns zu. Danke, Kit. Ich sehe es gerade. Vier Wagen fahren direkt auf uns zu. Sie werden in weniger als 10 Sekunden mit uns kollidieren. Ich kann nichts daran ändern. Wow! Ja! Schnell, Kit, wir müssen die Präsidenten der Dritten Welt retten. Ja, und unseren guten Ruf auch. Jacobs, melde dich. Jacobs? Corey? Keller, Lopez, seid ihr da? Er kommt. Knight Rider.